Willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Kranke Scheiße ist hier unter Wasser los. Wir haben massig Gegner gespammt. Und dann geht auch direkt weiter mit den Rausschneiden der Gegner. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ich sehe es richtig. Ja, es geht bald die Schule los und deswegen muss ich so viel aufnehmen. Weil dann habe ich wahrscheinlich wieder verdammt wenig Zeit, weil ich mich dann natürlich wieder auf was anderes konzentrieren will. Und muss. Naja, muss nicht, aber... Ja, man kann ja nichts sagen gegen gute Noten, oder? Würde ich schon sagen. Das ist sowieso scheißegal. Ja, vielleicht lasse ich den auch drin, denn das war... War recht interessant, weil ich da gesagt habe. So, Level 23, das ist auch sehr schön. Ich erhöhe die BP nochmal. Plus 5, na endlich! Und der Luigi zieht danach. Der hat jetzt den Angriff ungefähr gleich wie Mario. Aber bei ihm erhöhe ich den Bart. Nur 3. Okay. Zufrieden. Ich bin zufrieden damit. Flop. So. Wenn ich das nicht kommentieren müsste, dann könnte ich das jetzt die ganze Zeit weiter zocken. Aber ich muss es ja kommentieren. Nicht, dass das heißt, dass ich nicht gerne kommentiere. Aber das Spiel macht gerade Fun. Da habe ich nicht gewundert. Wundert mich gerade, weil so oft, wie ich das schon gespielt habe, hätte ich das nicht erwartet, dass das nochmal Fun macht. Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Was will ich denn hier? Ne, hier ist nichts. Was will ich hier? I don't get it, ja. I don't get it. Ah, geil. Luigi nach hinten und nochmal hoch. Warte mal. Hier geht's auch noch weiter. Ah, okay, hier müssen wir auch lang. Aber was ist dann da drüben? Kann man ja auch hoch und dann da oben weiter, ne? Nee, geht's nicht. Gut, dann war's das. Dann war das Gebiet doch kürzer. Aber draußen wartet ja auch noch was auf uns. Also wir sind jetzt nicht direkt wieder im Schloss Bonia. Nein, nein, nein. Da kommen jetzt auch noch ein paar Kämpfer auf uns zu. So ungern ich das sagen mag. So, jetzt kommt die coole Röhrenpassage. Bam, 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 bam. Richtig episch. So was vermisst man solche Ideen. Das sind kleine, aber feine. Währenddessen an der Grenze, was ist jetzt los? Oh, Bowser. Ja, der hat wieder zu sich gefunden. Krankfried. Ey Jungs, lass bloß den armen Bowser in Ruhe. Noch mehr als der hier recht. Jeder wäre mir recht, nur mach schnell. Glaubt es? Nee, es sieht gar nicht gut aus. Nee, überhaupt nicht. Die hat schon eine... Ja, es sieht gar nicht gut aus. Scheiße. Die hat sich da jetzt im Bowsers Körper anscheinend gemütlich gemacht. Ich bin schon gespannt, wann wir den das nächste Mal sehen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, Luigi freut sich wieder. Es ist nur das kann nur Prinz Mario sein. Zum Gruß, ich habe lange gesucht und hört ihr seine Schwierigkeiten? Hier? Nee, wir doch nicht. Genau, die Sternbohne ist in 4 Teile zersplittert und die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Hä? Okay. Was, ihr helft, die Verbände der Sternbohne zu suchen? Natürlich würde ich mich sehr freuen. Doch lieber wäre es mir, ihr beiden würdet euch geschwind zum Flughafen Bohnenlands aufmachen. Ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach beehrt unser bohnenreiches Land. Was? Mit der Stimme kommt die jetzt noch hierher? Der Besuch ihrer Lieblichkeit, der süßen Prinzessin, ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Deshalb sei dir gebeten, als Ehrengarde am Empfang von Prinzessin Peach teilzunehmen. Begib dich also sofort zum Flughafen Bohnenland. Okay, werden wir machen.
Übrigens, der Flughafen Mundan finden wir südlich von Brunnenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Wir treffen uns dort, sobald sie kommt. Gut. Ja, endlich wieder normal zocken. Das ist sehr schön. So. Neue Gegner, neues Glück. Sehr nice, direkt getötet. War klar, dass bei Luigi nicht reicht. Luigi greift Mario an. Und nochmal. Fuck. Wow, ich mach Damage, ich mach. Die Frage ist, wie viel EP geben die? Weil die sehen jetzt eher aus, als ob das... Wow. Wow. Das sind ja verdammt schwache Gegner. Wie viel EP geben die? Ja, doch, einiges. Hätte ich jetzt nicht erwartet. 72, das ist schon was. Also da kann man auch gerne zocken. Sogar ein fliegender Cooper. Hatten wir auch noch nicht gehabt. Deswegen bleibt der Kampf jetzt auch drinnen. Auch wenn es nichts Besonderes ist. So schlecht dafür. Cool. Weg mit dir. Bist du dumm gewesen, dich selbst zu heilen? Ja, geil. Egal. Egal. Ah, oh, das war knapp. Was haben wir denn hier Nices? Da ist ein alter Opi. Was will denn der von uns? Hm, Blumen gießen. Anscheinend. Da oben ist eine Bohne, die sehe ich. Die will ich auch. Und sag mal. Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn drauf. Weil mein Kumpel Wasser im Mund hat, der hat mich in Vernunft gekitzelt. Und er konnte sein Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgekippt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial. Aber als ich jung war, fanden wir es alle irre witzig. Ja, das ist der Falsche. Luigi, du kannst das nicht trinken. Fuck, falscher Knopf. Luigi! Luigi! Ja. Das sagt schon alles. Ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich das jetzt immer machen muss. 5 Mal, glaube ich. Aber gut. Zugucken auch noch, wie das wächst. Ja, da kann man mal nichts machen. Bam, 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 bam. Aber jetzt dürfte man langsam erfahren, was die hier für ein Spielchen treiben, weil... Ja, das Prinzessin Peach Stimme, die hat ja so komisch reagiert auf Peach Stimme. Was ist da los? Prinz Mame, klär uns auf! Ist jetzt ein bisschen doof, dass ich nichts mehr zum Erzählen hab. Weil ich das halt schon alles getan habe in Part 9 und Part 10. Oder Part 10 und Part 11, ich weiß es nicht mehr. Nee, es war Part 10 und Part 11. Ein paar Sachen kann ich rausschneiden, das heißt, wir dürfen jetzt bei 10 Minuten sein vom Part. Offenbar mal. Und ich bin sehr gespannt, wie lange die anderen Parts so sind. Oder gewesen sind. Wie geht vor? Mario Hammer und rein. Sehr schön. Wieder wechseln. Komm, hoch da. Luigi geht vor. Und du holst dir die Bohne. Nicht die Bohne. Oh, da oben ist sogar einer, der gibt uns ein Geschenk. Glückwunsch! Herzlich willkommen, der Held von mir ein kleines Souvenir. Roter Pfeffer, grüner Pfeffer. Was, ein Souvenir ist nicht genug? Ich habe aber keine mehr. Schade. Vielleicht trickst du uns aus, habe ich gedacht. Komm, hoch da! Ich drück B, 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 B! Spam wie ein verrückter B und es geht nicht. Das ist unglaublich. Grinsebunch, Grinsebunch. Und die sind doch nicht umsonst, oder? Aber es scheint mir so. Naja. Du gibst uns auch nichts. Gut.
da können wir noch eine Abkürzung erschaffen, wenn der gute Luigi vorne ist. Oh, da müsste ich jetzt wirklich durch alle einmal durchlaufen, weil, ne? Da gibt's ja schon noch eine Menge zu erkunden. Und hier haben wir dann... Luigi, vor. Rein da. Hier haben wir eine Höhle. Ah, okay. Ich weiß, was es hier gibt, aber bin mir noch nicht sicher, ob das schon hier ist. Zu dem frühen Zeitpunkt, an dem wir hier sind. In der Wohnhöhle. Bin gespannt. Doch, die sind schon hier. Moin! Hallo, dass die Mario und Luigi sind. Wie geht's dir stets? Wir sind hier umgezogen. Das Zimmer ist viel größer und es arbeitet sich hier auch besser. Und, seid ihr zufrieden mit euren Hämmern? Wir können die Hämmer auch noch etwas solider machen, wenn ihr wollt. Für Lau. Hämmer solider machen? Ja gut, von mir aus. Also los, Bruder, frisch ans Werk. Jetzt kriegen wir die stärkeren Hämmer. Oh yeah. Schon fertig. Die Hämmer sind verstärkt worden. Weil sie super Hämmer. Einige der Felsen, die wir bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert doch die neue Fähigkeit, dann haben wir gleich mal aus. Kommt demnächst mal wieder. Dann machen wir euch die Hämmer noch etwas besser. Ja, nach irgendeinem Kapitel müssen wir halt nochmal kommen. Dann kriegen wir die letztendlich fertigen Hämmer, mit denen wir dann die hier zerstören können. Wenn es halt irgendwann nicht mehr weitergeht, dann wissen wir es. So, hier gibt es ein cooles Minispiel. Ich bin der verspielte Steinblock, spielen wir für 200 Münzen. Was wollt ihr? Okay. So, ein Glücksspiel. Ich glaube einfach ein Teil mit dem Hammer kaputt. Und raus bist du. Das Ding ist irgendwie Trolling. Ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gemacht, mit der Safe States auch ein bisschen gearbeitet. Und nun ja, man bekommt irgendwie nichts. Wahrscheinlich erst später, weil ich kann mich hier erinnern, dass es hier was Geiles gab. Und ja, Lucky, du regst dich auf. Ich bin ja schon rein, aber bringt halt leider noch nichts, weil noch nicht weiter in der Story sehen, das Spiel wird dann woanders hingehen. Was mich jetzt interessiert, was wartet denn hier drinnen? Ich glaube, das wollte ich euch zeigen. Ja, das ist so ein Super Mario Brothers Abschnitt. Und der ist richtig episch und deswegen wollte ich euch den zeigen. Können wir auch nach oben lang gehen. Und da oben gibt es dann auch noch was. Ja. Glückwunsch, wer zu mir kommt, erhält ein Souvenir und zwar den Perfekto. Zurück komme ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ne. Gut, machen wir nochmal Jump'n'Run, weil ich auch den unteren will. Den unteren Preis. Habe ich schon gefunden, die Höhle. Aber bin ich eben noch nicht lang gerannt, weil ich euch zeigen wollte. Ah, und genau, der Sterbesound. Episch. Also wir haben da wirklich noch einiges zu tun, bevor wir wahrscheinlich zu Prinzessin Peach gehen. One Up Pills DX, glaube ich, war das. Schon. Noch mehr. Okay, hier haben wir was für Luigi. Thunder. Und da haben wir dann... Ah, sowas. Sowas gibt es auch in jedem Mario. Und Luigi. Auch richtig cool, einfach beide Blöcke gleichzeitig aktivieren und dann baut sich der Weg weiter auf. In der Superstar Saga war das. Von der Seite kommen. So. Wunderbar. Ist doch nicht allzu schwer. Ich erinnere mich auch dran, dass ich das auch damals gemacht habe. Da muss ich, glaube ich, von der Seite da drüben kommen. Genau, das war so. Einer muss rüber.
der andere muss unten bleiben. Und dann haben wir das Rätsel auch geknackt. Wunderbar. Glückwunsch, wer zu mir kommt, da hat ein Souvenir, irgendeine Hose. Sehr schön. So. Und ansonsten, was gibt's hier sonst noch? Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Hier kommen wir noch nicht durch, der Buch da oben geht auch noch nicht. Wir können die Röhren suchen. Hier haben wir zum Beispiel noch was. Für unseren Bro. Ich glaube, da gab es auch eine Röhre. War hier. Ja, das war hier. Da habe ich nämlich kurz davor gesaved, weil ich nicht wusste, was mich dahinter erwartet und euch alles zeigen möchte. Hier gibt es eine Warp-Röhre. Und zwar Warp-Röhre Nummer 2. Sehr, sehr cool. Was auch direkt jetzt hier der Fall sein wird. Dass hier irgendwas ist. Oder? Ja, jetzt kommt hier so eine Luigi-Jump'n'Run-Passage. Daran erinnere ich mich auch noch. Die habe ich auch schon gefunden. Aber noch nicht geschafft. Ich glaube auch, dass ich den Part splitten werde. Das bedeutet, wir dürften eigentlich schon im nächsten Part sein. Ah, schlecht. Schlecht. Wie kommt man denn da rüber? Nee, ich krieg's nicht hin. Gut, geschafft. Das ist jetzt auch scheiße. Na, war klar, dass ich's nicht hinkrieg. War klar. So. Die Bär. Ein Goldmushroom, cool. Den gibt's, glaube ich, nur einmal im Spiel. Bin mir aber gerade nicht sicher. So, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und einmal zurück, lieber Luigi. Ja gut, scheiß drauf. Gehen wir nach Bodenburg. Gehen wir endlich nach Bodenburg. Da will ich ja hin. So, sehr schön, wir sind da. Wohin führt der Weg? Bla bla bla. Und ich will sagen, ich melde mich wieder, sobald ich den mit der Sidequest habe. Im Moment habe ich ziemliche Probleme. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Na klar! Also, mir sind meine Haustiere, die Bohnenkatzen, weggelaufen. Wenn ihr alle 5 eingefangen habt, gebe ich euch eine wahnsinnig moderne Belohnung. Die Bohnenkatzen sind klein, grün und kugelig. Nicht zu übersehen. Sie sind eher verschlafen, viel zu faul, um die Stadt zu verlassen. Also zeig mir, wie sich Landeier in der Stadt zurechtfinden. Viel Erfolg. Ja, so eine Quest, wie man eben... Wo einen sagt, ja, guck dich mal in der Stadt um. Hier will ich nicht rein. Ja. Und sonst? Gibt's irgendwo noch eine Quest? Aber ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die 5 Bohnenkatzen. Die sehen also so aus. Eine Bohnenkatze! Und da oben auf dem Dach ist auch eine, wenn ich mich richtig entsinne. Na dann gucken wir uns mal um. Hier ist eine auf dem Dach. Komme ich da so hoch? Ja, sehr schön. Badabadabam, badam. Interessiert ihr euch für die antike Kultur der... Blablabla, okay. Die antike Kultur der... In alten Zeit gibt es Flugtalente, die Wirbelbohnen, die Wühlbohnen zur unterirdischen Begegnung, blablabla. Ich
jedoch habe meine Forschungsarbeit unglaublich datenansicht gemacht. Ich vermute, dass die Bohnenjuwelen im Erdreich unter dieser Stadt liegen. Gerne würde ich sofort mit Grabungsarbeiten in der Stadt beginnen, jedoch weiß keiner genau, wo die Steine verborgen liegen. Es wäre dankenswert, wenn ihr beiden diese Steine finden könntet. Natürlich gibt es auch eine Belohnung. Sucht ihr die? Und ja, suche ich. Es heißt, es gäbe 10 Bohnenjuwelen in der Stadt. Findet ihr alle 10 und ich werde euch belohnen. Übrigens, auf meiner Theorie war das Volk der Ägypter von niedriger Statur. Dieser Hinweis könnte euch helfen, die zu finden, glaube ich. Ja, der hilft uns sehr. Aber ich will jetzt erst die Bohnenkerzen finden. Da oben ist wieder eine. Dann können wir die andere Quest dann machen. Und dann gehen wir noch ein bisschen shoppen. Und dann geht's im nächsten Part auf zum Flughafen. Ja. So. Da drüben konnte ich, glaube ich, aufs Dach, ne? Dann dürfte ich schon 3 haben. Jetzt habe ich 4 damit. Und wahrscheinlich in irgendein Haus noch. So richtig random. Hm. Bam, 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 bam. Vielleicht hier direkt. Nope. Würde ich auf jeden Fall schätzen. Das sind die einzigen 2 Sidequests, die man in dem Spiel machen kann. Ja. Also falls euch noch was einfällt, dann sagt mir Bescheid. Aber das ist, soweit ich weiß, wirklich die einzigen 2. Na, hier ist nichts. Dann gucke ich nochmal hier rein. Ah, da waren halt auch schon welche auf dem Dach. Und deswegen glaube ich nicht, dass hier noch was ist. Ist hier etwas... Ich kann mir denken, dass hier etwas ist. Geh runter, Luigi! Mann! Nervt der Typ. Wie spät ist es denn schon? Boah, schon nach 0 Uhr. Oh Gott, ich darf eigentlich nicht mehr so laut schreien. Da hinten! Meine! Hallo! Sehr nice! Damit haben wir alle 5. Was ist eigentlich in dem Haus? Nothing, gut. Ja, und jetzt suchen wir den Rest. Das wird jetzt ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, kloppen wir Mario klein. Nee. Hier blinkt's. Heißt, für uns, wechseln, Luigi. Und wahrscheinlich. Wo bist du? Fuck, wo ist die? Sehr schön! Ein Bohnenjuwel! Und davon gibt's 10. Und ihr seht, die Stadt ist groß und die Aufgabe ist nervig. Ja. Besonders, weil die halt überall sein könnten. Ich weiß nicht, ob die auch hier oben sein können. Aber ich glaube schon, dass die sogar da oben sein gammeln können. Und deswegen muss ich alles untersuchen. Wahrscheinlich heulen jetzt ein paar Zuschauer, weil das einfach langweilig ist. Hier ist eine. Gut, großklopfen. Es wäre cool, wenn man das mit den Vibrieren gemacht hätte. Ach komm, wo ist denn die jetzt? So, hier vielleicht. Ey, wo ist die? Die finde ich nicht, ne? Bin ich zu dumm. Die finde ich gerade nicht. Wieso finde ich die nicht? Das ist dumm.
Komm. Die ist anscheinend irgendwo hier unten. Alter, wo ist die? Ich hab nicht so viel Freizeit, Mann. Da, wunderbar. Oh Gott. Was für eine Qual. Immer schön auf Mario gucken. Ist natürlich schwer, wenn man jetzt pennen gehen will, irgendwie langsam. Hier sollte eine sein. Irgendwo. So wie ich das Spiel kenne, suche ich da, grabe ich da schon tausendmal, wo die ist. Hier ist die. Ja. Aber das Spiel registriert es halt leider nicht. Wahrscheinlich. Hier ist nichts, hier war nämlich eine Bohnenkatze. Ja, was haben wir hier sonst noch? Da, 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 da. Hier ist noch eine vergraben. Hallo? Ja, einfach mal gucken, ne? Oh Gott, so ekelhaft. Hier. Hier ist die vergraben. Sehr schön. Ah. 5, glaube ich, ne? Haben wir. Oder können wir nachgucken? Ich glaube, das können wir nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 nur. Oh Gott. Heißt noch 5. Müssen irgendwo sein. Hallo. Hallo, hallo. Wo seid ihr denn? Mann, oh Mann. Regt ihr mich auf? Mann, oh Mann, oh Mann. Gucken wir mal hier rüber. Hier müssen ja auch noch welche sein. Hier habe ich was gesehen. Hier blinkt's. Hab's gesehen. Ungefähr hier. Sehr schön. Mario wieder klein machen. Weiter suchen. Tauschen. Und da haben wir noch eine. 6, glaube ich, ne? Das ist nervig, ja. Die einzige Sidequest und sie sind jetzt suchen. Sehr schön. Jetzt dürfen wir 7 haben. 7. Gut, hier haben wir nichts mehr, wie es aussieht. Ich hoffe, dass die nicht auch in ein Haus drinnen sind. Das wäre richtig ekelhaft. So, hoch hier. Und dann lassen wir Mario wieder schrumpfen. Hier ist sogar noch eine. Wo genau? Wird das Rufzeichen groß? Hier. Also ganz an der Kante. Sehr schön. 8. 2 noch. Gott. Irgendwas Geiles muss es dafür geben. Bitte.
verarscht vor. Hier ist sogar nichts. Hier hätte ich definitiv was erwartet. Aber hier ist nichts. Gut. Ist hier oben etwas? Zählt das noch zur Bohnenburg? Ich glaube, das zählt noch zur Bohnenburg, ne? Fotograf. Ja, nee. UK. Wo sollen hier noch was sein? Ich war jetzt in jeder Ecke. Bin über jedes Grashalm gelaufen. Aber es blinkt halt nichts mehr auf. Ich glaube, ich übersehe irgendeinen Bereich, der zur Bohnenburg gehört. Oder ich sollte einfach öfter über die Straßen auch rennen. Weil wir haben ja gesehen, da haben die ja auch was versteckt. Oh Mann. Mann. Bada, 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 bum. Oh, hier ist nichts. Hier ist auch nichts, außer so ein Typ, der da drumrum steht. Joa, du, keine Ahnung. Dir fehlen noch zwei Wohnjuwelen. Freunde, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Soll ich cutten? Ich glaube, ich cutte an der Stelle, weil sonst eine Stunde benehme ich jetzt wahrscheinlich schon auf. Und das wird ja anscheinend nichts mehr. Heute. So. Wie oft bin ich hier denn schon vorbeigerannt? Und dann ist hier auch noch eine. Let's go. Ja, ist ein bisschen verbuggt, finde ich. Gut. Weiß jetzt auch nicht, ob die in die Häuser sein können. Nee, ich glaube nicht. Dann waren in dem Bereich, glaube ich, 5. Das heißt, im anderen müssten auch 5 sein. Gehen wir rüber. Oh. Wo habt ihr noch was versteckt? Nein, Luigi, ausgraben. So. Hm.
kranke Scheiße. Hier ist die letzte. Oh yeah, so, jetzt will ich dafür aber was Geiles bekommen. Bitte. So, erstmal Dünen, ne? Nee. Ich gehe zuerst shoppen. So. Wenn ich schon mal hier bin. Einkaufen. Pilze hätte ich gerne. 9. Sirup hätte ich gerne 5. Frischwurz verkaufe ich. Lebenpilze hätte ich gerne 4. Wie gesagt, verkaufen. Von... Oh, der Goldpilz. Frischwurz. Und zwar... 4. Roter Pfeffer 2. Grüner Pfeffer... Die setze ich nämlich eh nicht ein. Die Blue Jean, die Herzhose... Welche bringt denn die? 2 nur. Okay. Hä, ich hab doch Pilze. Achso, ja. Wie viel die bringen. Fuck, bin ich dumm? Wartet mal. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Oder doch, ich habe geguckt. Gut, den Rest muss ich mir noch angucken, ob ich das verkaufe. So. Erste Belohnung, die gibt's da drüben. Von dir. Nee. Von dir. Guck mal hier. Ja, meine süßen kleinen Mondkatzen, alle wieder da. Fällt mir doch das Futter. Ich bin mal hier für euch. Ein Goldpilz. Scheiße. Das war es nicht wert. Aber gut, die Quest war noch leicht. Was gibst du mir? Eureka, der Glanz des Antiken. Blablabla. Präsentiere, ich bin euch äußerst zum Dank verpflichtet. Nehmt bitte dieses Andenken. Brüderrock. Okay, bin gespannt, was das bringt. Und ansonsten muss hier noch irgendwo durch ein Kaufgeschäft sein, das hier. So, wir gucken, was verkauft wird. Die Wollhose. Steigert meine Verteidigung. Und heilt automatisch die HP. Die ist geil. Gebe ich Luigi. Luigi wird zum Tank. Gut. Nun mal bringen die Orden. Brüderrock. Stärkt Power und Brüder BP enorm. Der Mario. Was bringt der Perfekto? Einmalig Programm... genau, Programm. Power Up. Nee. Doppelter Schaden für Stachelmonster. Nee. Jetzt auch nicht so was Besonderes. Gut, den Rest kann ich verkaufen. Den verkaufe ich erstmal, bevor ich jetzt neues einkaufen gehe. Und zwar einmal dich, dich, dich und dich. So, und jetzt will ich gerne noch was Neues kaufen. Und zwar hätten wir hier... Scheiße. Gut, das, darauf kann ich verzichten. Verzichten. Verteidigung plus. Zeitbegrenzt bessere Verteidigung. Für Mario. Dafür kriege ich ein HP mehr. Auch scheiße. Mit Bohnenbrühe gestärkte Hose. Nee. Oder warte mal. Luigi hat die Wollhose. Die wäre geil. Aber die haben die nicht. Und die modischen Orden. Verstärkt Konter bei Verteidigung. Nee. Die haben echt nur Bullshit gerade. Lol, kann ich mein Geld behalten? Cool. Cool, cool, cool. So. Und zu guter Letzt geht's ab in den Shop, in das Café.
wo nebenbei erwähnt hier Wario, Samus und Link und so weiter sitzen sollten. Das haben Leute in den Gamefiles gefunden. Aber, ja, ne? Und dann schreibe ich mir eben auf, Ahadia Saft. Den hatte ich schon. Den Lachbohnensaft, den können wir noch nicht mixen. Den Gröllbohnen, oh Gott, den können wir uns ja oft mixen. Dann machen wir uns den Eimer. Bam, badam. Beim anderen fehlen noch fünf. Bitte schön, ein Grinsebohnensaft. Da-da-da-da. Schon wieder? Was für ein gar köstlicher Duft. Oh, der Herr Professor Igitt. Was führt, was für ein Timing. Wir haben gerade einen neuen Saft gemischt. Mit Timing hat das gar nichts zu tun. Der köstliche Duft hat mich über Berge, Täler und Meere bis hierher gelockt. Was hat der Kerl noch für eine Nase? Oh, jetzt wollen wir erst einmal einen Schluck von diesem neuen Saft probieren. Und schmeckt? Puh. Dieser Saft wird garantiert ein Hit. Gut gemacht. Nehmt dies zum Dank. Es ist eine meiner vielen Erfindungen. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Du erhältst den Bonusring. Cool. Aber irgendwie fühle ich mich ganz und gar nicht so gut im Moment. Vielleicht krieg ich ja nichts, ja? Das meinen die Leute, wenn sie sagen, kein Genuss ohne Freude. Hast du nicht einfach etwas zu viel getrunken? Wo kann ich denn hier mal schnell für kleine Professoren? Chef, in diesem Café gibt es keine Toiletten. Nee! Luigi, was... das ist ja der Schreckweg 0918. Luigi, was willst du? 0916, was willst du denn damit? Du bist doch nicht etwa... meine Notdurft ganz einfach aufsaugen? Das vergessen wir schnell wieder, was da los war. So, was habe ich mir denn jetzt gemixt? Ich habe mir den Grinsebohnensaft gemixt. Aufschreiben. So, Grinsebohnensaft. Gemixt. Oh Gott, eine Stunde schon. Der Grollbohnensaft. Können wir auch mixen? Mach ich auch. Cool, cool, cool. Ja, die kann man nur im Minispiel farmen, die Grollbohnen. Und das schreibe ich mir auch direkt auf, wenn hier die Sequenz kommt. So. Sehr schön. Oh, da ist er wieder. Und wieder habe ich den Duft deines Saftes so weit entfernten Orten hergelobt. Oh, Chef, was ist denn das für ein Staubsauger? Das hier ist eine Weiterentwicklung des guten alten Schreckweg 0916. Er heißt Schreckweg 0916 Plus. Du wirst wissen, was daran neu und verbessert ist? So steigst du auf und bewegst dich damit. Fast wie mit Schallgeschwindigkeit. Ja, im Luigi's Mansion 2 ist der 07, nee, 08, nee, 09, irgendwas mit 09, 0917, glaube ich. Wenn ihr dieses Gerät habt, könnt ihr leichter hierher kommen. Aber jetzt wollen wir erstmal einen neuen Schluck von diesem neuen Saft probieren. Ich kann Professor Igitts Stimme nicht. Ich finde die von Sushi und Maru richtig geil, aber ich kann die überhaupt nicht. Ah, diese süße Aroma bringt Körper und Geist zum Schmelzen. Aber wenn ich schmelze, dann werde ich ja zum Geist. Nimm das zum Dank. Es ist eine meiner kleinen Erfindungen. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Excite-Feder. So, und was erfinde ich wohl als nächstes? Jabu-jabu. So, natürlich weiter geht's. Wir haben noch drei, die wir drücken können. Der Veggie Bean. Den können wir mixen. Was der Ultra natürlich auch direkt macht. Und aufgeschrieben. Bitteschön, ein Veggie Beanie. Beanie. So. Nanu, diese Dunkelheit. Ist das etwa wieder ein Geist? Oh, ein Gameboy.
Und diesmal erscheine ich in dieser Form. Es wäre doch langweilig, wenn ich schon wieder persönlich kenne. Und über den Monitor zu reden, ist so schön modern. Herr Professor, wollen wir diesmal etwa nicht, denn wollen Sie diesmal nicht den neuen Saft probieren? Doch, doch, natürlich. Ich habe einen Vertreter zu mir. Wir müssen gleich durch ankommen. Ein Vertreter? Geist. Es ist ein harmlos freundlicher Geist. Gib diesen Geist einfach den Saft. Der Saft war wohl zu gut. Der Geist hat sich aufgelöst. Nimm dies zum Dank. Es ist eine meiner neuen Erfindungen. Vielleicht wird es euch ja nützlich sein. Triumph Force. Anstatt Triforce. Demnächst komme ich wieder. Selbst. Gut. Mal gucken, ob es noch ein Demnächst gibt. Episch. So ein Soundeffekt, wenn man den GBA SP, den Horror, ausschaltet. In Augenmixen. Krass. Da war gerade so ein Geräusch, wenn man den Game Boy Horror in Luigi's Mansion ausschaltet, als der Game Boy verschwunden ist. Goomba Colada. Geile Scheiße. Da ist er wieder. Und wieder erscheine ich auf dem Monitor. Ah, der Herr Professor, wollten Sie diesmal nicht persönlich vorbeikommen? Ja, das freue ich mich auch. Versprechen sind dafür da, dass man sie bricht. Außerdem lässt meine Forschung mir keine Zeit. Und deshalb kommt wieder ein Vertreter? Nee, das ist nicht mehr nötig. Hört und staunt, dieser Game Boy Horror hat eine Farbfunktion. Also stellt den neuen Saft einfach vor den Monitor. Okay. Ja, lol. War erfolgreich. Ja, lol. Oh, und wieder ein exquisiter Genuss. Nimm dies zum Dank, das würde vielleicht nützlich sein. Den Kraftgriff! Nächstes Mal komme ich aber bestimmt wieder persönlich vorbei. Ganz bestimmt. Gut, ein nächstes Mal. Gucken, gibt es noch ein nächstes Mal oder erst beim nächsten Mal? Der Mamek Surprise! Da fehlt uns eine Bohne. Gut. Erst beim nächsten Mal. Zwei Säfte fehlen uns noch. Richtig geil. Deswegen will ich eigentlich aufhören. Komm bald wieder. Sehr nice. Wahrscheinlich nachdem wir Prinzessin Peach geholfen haben, können wir hier nochmal herkommen und den vorletzten Saft abholen. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. So, der Part ist definitiv lang genug aus dem Grund. Ja, wir gucken uns jetzt die neuen Sachen noch an, die wir bekommen haben. Die Doppelbörse. Er hat doppelte Münzen von Monstern. Die ist sehr, sehr geil. Nie mehr Fehler bei Hammerverteidigung. Nee. Jeder Schaden verdoppelt sich. Ah, okay, das ist sowas, wo man so einen Hardmode machen kann. Gedrückte Knopf, Schwebe, Verteidigung. Okay. Heißt, man kann schweben anscheinend. XP-Bonus bei Sieg ohne Eigenschaden. Das klingt sehr, sehr geil, das gebe ich Luigi. Wir halten ja so oder so beide gleich viel Erfahrung, glaube ich. Mich richtig erinnern zu können. Ja, das war's. Wir haben eine Menge geschafft. Mit einer Menge meine ich wirklich eine Menge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es aufgeht, zum Flughafen. Gott, vielleicht teile ich den Part sogar in drei Parts. Auf jeden Fall war's das soweit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.